Hallo und herzlich willkommen bei Mars' Clash Channel. Supercell hat gestern die Katze wirklich aus dem Sack gelassen und das neue Rathaus Level Nummer 11 angekündigt. Auf dem Foto seht ihr auch, wie das neue Rathaus Nummer 11 aussieht. Meiner Meinung nach eigentlich ziemlich cool. Es ist so ziemlich etwas anderes, was alle erwartet hatten. Die meisten Fanarts gingen ja mehr in Richtung Elektro, so mit Strom, genauso wie die ehemaligen Nummer 11er Mauern. Aber es hat doch ein ganz anderes Design. Man sieht diese zwei gelben Striche, die über dem Tor thronen, die so ein bisschen auch an die Nummer 11 angelehnt sind. Ein schwarzer Balken, der sich einmal um das Rathaus herumwindet. Unten die Mauern sind mehr aus Stein. Und obendrauf sitzt eine weiße Krone, würde ich sagen. Und in der Mitte leuchtet es Lava schimmernd heraus. Das passt meiner Meinung nach ziemlich gut zu den neuen Elfer Mauern. Und das Rathaus 11 hatte ich jetzt wirklich nicht unbedingt erwartet, dass es wirklich so schnell angekündigt wird. Aber nun ist es da. Und jetzt werden wir mal einfach mal die Informationen zusammentragen. Rathaus Level 10 hat 4 Millionen Gold gekostet zum Upgraden, also wird Rathaus Level 11 vermutlich 5 Millionen Gold zum Upgraden kosten. Genauso wie der Sprung von Rathaus 8 auf Rathaus 9 eine Million war, wird das jetzt vermutlich wieder genauso sein. Dann, was man auch noch gehört hat, dieses neue Rathaus bzw. das neue Rathaus Level soll an eine mysteriöse alte Kultur angelehnt sein. Und warum das so ist, sehen wir auch noch gleich in einem weiteren Beispiel. Jetzt möchte ich nur noch erwähnen, dass vor allem auch durch die neuen Mauern, die auf Rathaus Level 10 dazugekommen sind, wird es in Rathaus auf Rathaus Level 11 die Base erweitert, und zwar auf 44 mal 44 Felder. Das heißt deutlich mehr Platz. Ob das jetzt aber auch schon bei den Rathaus 10ern oder davor der Fall sein wird, das steht noch nicht fest, beziehungsweise das weiß man nicht. Dann sehen wir jetzt auf einem weiteren Foto etwas ganz Neues, das es jetzt ab Rathaus 11 gibt. Und zwar eine Verteidigung, eine neue. Man weiß noch nicht, wie sie heißt, sie wurde nur mit drei Fragezeichen beschrieben. Und sie sieht etwas aus wie ein geflügelter silberner Adler, eine Kanone, die einem Adler nachempfunden ist. Sie sieht auch etwas antik aus, daher vermutlich auch die Thematisierung des Rathauses, dass das Ganze so ein bisschen in Richtung so mystisch antik geht. Und dieser Adler ist eine ganz besondere Verteidigung. Und zwar wird der erst aktiv, wenn eine bestimmte Anzahl an Truppen auf dem Feld ist. Ungefähr 100 Truppen wurde jetzt geschätzt. Und dann fährt der Adler nach und nach seinen Schnabel aus, und wenn er aktiv ist, feuert er aus seinem Schlund hinten, aus seinem Krater heraus, einen Laserstrahl in die Höhe. Und dieser Laserstrahl trifft dann die Truppen, wie ihr auch auf dem nächsten Bild sehen werdet. Der trifft die Truppen, relativ stark ist, macht sehr viel Schaden, und anschließend zum Schluss gibt es eine kleine Explosion, die weiteren Schaden macht und auch den umliegenden Truppen Schaden macht. Der fällt aber nicht so groß aus. Und dann braucht es ungefähr 5 Sekunden, bis es wieder einen neuen Strahl abschießen kann. Ihr seht hier auch nochmal den Adler in groß. Er nimmt erstaunlich viel Platz ein, und zwar 4x4 Felder. Das heißt, man wird wirklich neue Base Designs kreieren müssen, um diesen Adler irgendwo einzubauen. Und was auch sehr interessant ist, der Adler hat so etwas wie einen toten Winkel. Genauso wie der Minenwerfer kann der Adler ab einem bestimmten Bereich nicht mehr angreifen, weil der Strahl ihm dann zu nahe kommen würde. Das heißt, es wird wirklich interessant, wird er vielleicht eher mehr in die Mitte von den Bases gebaut oder eher draußen? Das werden wir dann sehen, wenn das Update rausgekommen ist. Genau, was jetzt auch auf Rathaus 11 zusätzlich noch angekündigt wurde, ist eine schemenhafte Kreatur, von der man noch nicht weiß, wie genau sie aussehen wird, denn es ist ein neuer Held, der ab Rathaus 11 verfügbar sein wird. Der kostet 6 Millionen Elex und ist glücklicherweise kein dunkler Elixier-Held mehr. Aber man weiß noch nicht genau, was der so drauf hat, aber er wird vermutlich in irgendeiner Verbindung zu der neuen Verteidigung stehen und vermutlich entgegen dieser Verteidigung agieren. Das war's eigentlich schon so im Groben und Ganzen, aber worauf wir uns freuen können, sind weitere Sneak Peeks, die angekündigt wurden für die nächsten Tage, und ich gehe mal stark davon aus, dass das Update vermutlich so in
5 Tagen bis in einer Woche erscheint, weil es hieß nämlich, dass das neue Rathaus nur ein kleinerer Teil vom großen Update sein soll. Und demnach können wir uns eigentlich noch relativ viel erwarten. Ich tippe mal, dass noch neue Verteidigungen bzw. Upgrades von alten Verteidigungen dazukommen oder definitiv neue Truppen, denn Rathaus 11 bietet sich ja nur geradezu dafür an, genauso wie neue Truppen für Rathaus 10. Und die Sneak Peeks werden uns natürlich auf dem Laufenden halten. Ich werde euch darüber informieren, was darin vorkommt. Und ich hoffe, dass ihr auch dann bald wieder einschaltet bei mir auf Mazes Clash Channel.